ordnen wir das Ganze näher ein. Aus London ist unser Großbritannien-Korrespondent Arndt Strickler zugeschaltet. Arndt, die Briten haben also für den Wechsel gestimmt. Aber ändert sich damit jetzt wirklich etwas nennenswert in Großbritannien? Nun, das hoffen zumindest Millionen Wählerinnen und Wähler in diesem Land, die jetzt für den Wandel hier gestimmt haben. In der Downing Street hinter mir hat der neue Premierminister Sir Keir Starmer vor rund einer Stunde vor der Tür hier geredet. Er hat sein, ich würde mal sagen, Wahlprogramm light vorgestellt. Und mir fiel dabei auf, dass kein anderes Wort öfter in diesen 4 Minuten vorkam als das Wort neu. Ein Neuanfang in der Gesundheitspolitik, neue Initiativen für die britische Wirtschaft, neue Impulse auch für das britische Gesundheitswesen. Also Keir Starmer möchte wirklich einen Neuanfang für dieses Land hier wagen. Und die große Frage und die bange Frage, die sich Millionen Menschen in diesem Land heute Nachmittag stellen, wird ihm das gelingen? Für Ärger könnte vielleicht auch Nigel Farage sorgen. Der ist jetzt ja auch erstmals ins Unterhaus eingezogen. Wie muss man das bewerten? Nun, das ist richtig, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, das ist eine Zäsur in der britischen Politik. Nigel Farage, Reform UK, die ehemalige Brexit-Partei, hat rund 15% der Stimmen hier geholt. Wenn man sich die Sitze anguckt, da bekommt er nur 4 Sitze. Das täuscht so ein bisschen. Die Tatsache ist, dass 15% der Wählerinnen und Wähler in diesem Land für Nigel Farage und den doch rechten Populismus gestimmt haben. Das ist mit Sicherheit eine Zäsur, eine große Herausforderung sowohl für die Tories, die jetzt weiter Wähler bluten könnten in Richtung Farage, aber auch für die neue Regierung eine große Herausforderung. Arndt, vielen Dank nach London. Dankeschön.